Festmachen nicht vergessen. Ach so, ja, aber Freitagabend, endlich haben wir es geschafft, so nach dem Motto. Super. Ja, erstmal. Nee, warte, wir machen es anders. Ja, wesentlich schneller. Alles festzumachen. Wir brauchen noch, wir müssen noch mehr Holz beschaffen. Nicht in dem kleinen Ding, nein, aber wir müssen noch wesentlich mehr Holz beschaffen. Warte mal, was sollen wir Die was machen? Arbeit ist da für dich noch fern. Ah. Muss Achso, ja nicht stimmt, mit ich dir. arbeite ja 5 Jahre vorne, genau. Hast du recht. Macht ja nicht mehr so viel. Bin schon richtig weit unten wieder. Da könnte ich eine Schneepiste hier bauen. Das wär's. Seile nach oben. Genau. Ha, er hat's gemacht. Ah, Ja, was gemacht? nee, nix, was hilft dir dann? Gut. Unten kriegst du dann noch eine Seilbahn, so einen warmen Kakao hineingedrückt. Warm Kakao? Ja, Glühwein hast du auch so. Mit einem Sommer 30 Grad. Glühwein! Da möchte ich Glühwein. Eine Lache. Kriegst du einen Glühwein da. Vor allem, da liegt auch das Stück Holz. Ja, das hast du da hingelegt. Ich hab hier vorne schon hingelegt. Dort hast du reingeschaut. Was hab ich gemacht? Also kannst du das auch raushauen. Oh, nicht. Jetzt wollen wir fahren. So kacke, wenn du so bergab das machen musst, ne? Doch. Weil er drückt immer so. Oh, fast wieder. Fast wieder. Fast wieder. Ah, da steht nicht mehr viel. Tja. Das nenne ich Profi. Puh. Gibt es so ein Tempomat rückwärts? Muss ich nicht so lange drücken. Wie könnte man vorwärts mit dem Baumstamm fahren? Ja, muss das Stell dir mal wieder. vor, das ist jetzt ein, der keine Räder hat. So was mit einem. Wie lange dauert das? Beine? Ja. Gibt's denn Beine? Ich hab die bis jetzt nur auf Ketten gesehen, höchstens nur. Nein. Ah, na gut, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es Harvester mit Beine gibt. Ich wüsste nicht, wie sie aussehen würde. Ja, gibt auch Bagger mit Beinen. Bagger mit Beine. Wie würde mit Kindern aussehen? Ja, wie ist, du meinst bestimmt irgendwas, was ich Aber die komplett. haben da auch Beine. Du meinst garantiert irgendwas, was ich kenne. Aber du tust dich so komisch ausdrücken, weil ich stell mir gerade so eine Spinnenbeine vor. Ja, irgendwie so. Muss ich so richtig komisch aussehen. Die Kettensäge, ne? Der sägt einfach. Er sägt einfach irgendwas. Und das gefällt der Baum da um. Er sägt schon wieder. Na. Na. Oh, jetzt hat er. Wieder nicht mehr viel. Da ist wieder nicht viel da. Na, gib doch jetzt mal was. Nein. Gott. Gut, kann man nicht arbeiten. Was man nicht dann machen. Sehen wir. Oh, das wird lustig, ey, im Dunkeln, Junge. Das wird spaßig. Hier also schön im Dunkeln hier arbeiten. Und schon wieder einer. Hier haben wir eben Licht, eben hat ein Flutlichtanhänger, da würde es reichen. Müssen wir einfach mal umstellen. Der Harvester macht außerdem auch noch genug Licht. Nein, ich muss da dahinter. Harvester macht ja richtig viel Licht. Wenn nicht, tun wir noch ein paar LKWs umstellen. Ja, noch Licht machen.
krass aus. Ja, die Rodelbahn, wenn du runterholen willst, kann ich nicht gehen bei diesen Baumstücken. Das ist. Die machen wir. Oh, diese Woche müssen wir die Baumstücke wegmachen. Kannst du ja gerne machen, ja, aber. Erst wenn du den Hänger voll hast. Was? Erst wenn du deinen Hänger voll hast. Nein, ja. So, guck. Das ist nicht zu viel. Guck's ja an, jetzt haben wir auch mal schon richtig offene Fläche hier drin. Hechten nehmen wir auch noch weg. Sieht doch besser aus. Egal auch. Wenn es da hinten stehen, einfach ein paar Baumstümpfe. Dann ist das Fahrrad auch da. Ja. Das ist eine richtig moderne Skipiste, sag ich dir. Eine richtig moderne Skipiste. Wie viele Chancen kann man? Ja. Oberhof. Ist das. Wir müssen noch ein bisschen Kunstschnee reinbringen. Dann Oberhof müssen wir auch mal hier auf den Schnee reinbringen. Dazu geht es immer echt angenehm schnell. So eine Stunde schon voll mit der Arbeit, mit der Arbeitsstunde. Also das ist halt ein bisschen blöd, dass wir die Arbeitsstunde nicht übertragen können, wenn wir dann mal die Welt wechseln. Dann haben wir auf einmal nie wieder eine neue Fahrzeuge wieder. Ah, die verbrauchen. Also, was? Wir müssen also mehr kaufen, die so lange dann im Betrieb halten. Genau, und fürs Let's Play so lange im Betrieb halten und dann, ja, natürlich. Dann schauen wir wieder. Ja, definitiv. Guck mal, jetzt haben wir es schon offen. Ja, das sieht doch geil aus. Sieht von oben alles breit. Und wenn sie alle zusammen starten, tun sie dann alle in der Mitte zusammen krachen. Kollidieren. Richtig schön kollidieren. Die Skier müssen da langfahren. Wo die normalen Leute mit dem Schlitten langfahren. Also da siehst du auch immer so einen Skisprung und daneben gerade ein kleines Kind, was versucht zu schlitten? Rodeln. Ach, zu rodeln, ja, bitte. Das war jetzt peinlich, ne? Zusammen mit dir, was haben wir? Naja, also mit Semi rode. Mit Semi rode. So. Ja, das sieht doch schick aus, ey. Das sieht schick aus. Oh, oh. Gute Feder. Kein Wunder, dass die Ketten so rumspacken auf dem Hänger. Wenn die sich von selbst bewegen. Wenn man die Ketten so kaputt macht. Rein, da gehen wir dann. Aha. Dann nehmen wir den auch weg hier. Kann man nicht so eine Handbremse ziehen einfach? Ja, die haben sie auch nicht eingebaut. Gibt's hier überhaupt andere Teile, wenn das andere wird? Nee. Es gibt keine richtige Bremse, es gibt nur Rückwärtsfahren als Bremse. Ja. Hätten sie eigentlich Handbremse einbauen müssen. PC will ich nicht, also nicht, dass ich wüsste. In den Baum reingucken, ne, da hat er kollidiert. Trotz, dass ich eine Kamera. Vor allem, wir haben noch so die Kamera, nur Collision-Kamera, ne? Mhm. Eigentlich müssen wir doch jetzt durch den Baum gucken können. Logischerweise, weil ich kann ja auch in den Ponzi reingucken. Da hinten. Nur Collision-Cam. Schlau. Oh, das ist ein Haufen hier. Ausgesehen sind die Bäume nicht so lang. Einfach nochmal runter. Ein bisschen breiter. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Da sind wir drei Zaunfelder. Ne, jetzt sind die mal getan. Irgendwie ist es einfach rollt, ohne was ich mache. Der Baum ist. Und die Vögel.
deren Natur. Selbst wenn hier kein Baum steht, werden die Vögel fitter. Weißt du? Ja. Das ist ärgerlich, aber. Die sitzen dann auf dem nicht vorhandenen Baumstamm. Ja. Nicht vorhandenen Baumstamm. Genau. Ich glaube wohl, dass der Mutter sehen von seiner Map, wenn der, wenn die Map abgeholzen ist, ne? Ich würde da wieder gucken, wie auch noch. Da sagt sich so, okay, das hätte halt wirklich keiner gemacht. Ich bin gespannt, wenn du den Harvest erfährst, wie das, das was wird. Warum nicht? Da fragst du noch. Hä? Was ist jetzt hier los? So. Baum wird magisch angezogen. Einfach auf den Augen streifen. Wird schon erinnern, sich greifen können dann. Wie stark dieser Arm ist, ne? Was? Wie stark dieser Arm einfach ist. Hm, hab ich nicht dran, ne? Warte, wir müssen erstmal den rüberziehen komplett und dann wieder zurückziehen. So, erstmal gegen die Fahrerkabine. Das stört den Typen ja so gar nicht. Ich warte mal, wir können ja vielleicht so machen. Ich glaube, perfekt. Hab ich heulen die nicht runter. Na gut, nee. Dieses Jahr war das nicht. Dieses Jahr nicht. Och man. Trophäe erhalten. Dass wir 50 Bäume gefällt haben. So kriegt man die Trophäen, Junge. So kriegt man die Trophäen. Siehst du? Ich muss mir darüber keine Gedanken machen, die Trophäen zu bekommen. Die ganze Zeit in Rocket League Trophäen bekommen. Jetzt LS kriegt auch mal seine Trophäe noch, die noch gefehlt hat. Ist der nicht mehr irgendein Baum drin? Ja, der hier. Oder was ist das für ein magischer Baum? Was ist das denn? Ich sehe so gar nichts, ne? Na. Ich hab die eine spezielle Baumart. Sieht ja da so speziell aus, oder? Super. Super, jetzt haben wir das. Haben wir das perfekt schon abgeholzen. Perfekt. Jetzt haben wir. Oh, jetzt haben wir hier noch so ein. Oh. Hier ist das Stück Holz. Schön. Okay, das ist ein gutes Abschluss, schönes Ende für die Folge. Fällt gar nicht auf. Ja, das fällt